Hey Leute, was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Mein Name ist Luis und im heutigen Video möchte ich mal darüber reden, wie verdammt wichtig es ist, zu kontrollieren und aufzupassen, was man sich auf täglicher Basis gibt, also was man auf täglicher Basis konsumiert. Damit meine ich, was man auf täglicher Basis liest, hört, sich anhört und sich anschaut. Wenn ihr euch täglich irgendwie Medien anschaut, wo es nur um Hass, um Gewalt, um Totschlag geht, um Krieg, um Krise da, Krise hier, um Vergewaltigung, Mord, Totschlag, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr euch dementsprechend fühlt. Weil diese Dinge, alles, was wir uns anschauen, alles, was wir anhören, alles, was wir lesen, das geht nicht hier rein und da raus, sondern das geht hier rein und landet im Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein, das steuert 95% unserer Handlungen. Das heißt, dass nur 5% machen wir wirklich bewusst, beziehungsweise nur 5% entscheiden wir bewusst. Also sozusagen den Rest, den macht alles das Unterbewusstsein, alles passiert automatisiert. Ihr braucht da nicht drüber nachdenken, es macht alles euer Unterbewusstsein, es passiert automatisch. Und ja, wie gesagt, wenn ihr euch mit Medien, mit Hass und Totschlag befasst, dann verliert ihr das Vertrauen in eure Menschen, ihr werdet paranoid, ihr erwartet hinter jeder Ecke irgendwie einen Mörder, einen Totschläger, einen Vergewaltiger und es tut euch nicht gut, es tut euch wirklich nicht gut. Ich sehe es in meiner eigenen Familie auch oder ich brauche nur die ganzen Menschen um mich herum anschauen, die sich täglich irgendwie damit befassen, wo irgendwie ein Anschlag passiert ist, welche Krise gerade herrscht, wo Krieg herrscht, was ist das Neue in der Politik und bla bla bla. Das sind alles Dinge, mit denen habe ich mich auch befasst und dementsprechend habe ich mich gefühlt. Ich hatte Angst, ich hatte kein Vertrauen in Menschen, ich war paranoid, ich habe mich einfach schlecht gefühlt. Und als ich dann Facebook gelöscht habe, weil auf Facebook habe ich hauptsächlich das meiste in mein Unterbewusstsein getan von Medien und Totschlag und Hass und all diese Dinge und auch an sich einfach nur billiger Nonsens. Und als ich das dann gelöscht habe, war ich so frei. Ich war so frei. Ich habe endlich diese Kraft, die ich immer abgegeben habe in die Außenwelt, habe ich endlich wieder zurückgenommen. Und dementsprechend habe ich mich dann auch besser gefühlt. Diese Video-Idee hier ist mir letztens übrigens gekommen, als ich mich auf YouTube abgemeldet habe. Und dann war ich auf dieser Startseite, wo ich Berlin Tag und Nacht Videos gesehen habe. Also so, ich habe sie mir nicht angeschaut, aber ich habe sie halt gesehen. Und da habe ich gesehen, wie viel Aufrufe diese Scheiße hat. Und ja, das tat mir halt schon so ein bisschen weh, weil ich weiß, dass viele Jugendliche, viele Kinder das auch schauen. Viele Kinder werden davon erzogen, sage ich mal. Viele Kinder lernen dadurch ihre Werte kennen. Beziehungsweise werden, denen wird durch so einen Scheiß halt beigebracht, was wertvoll ist. Also Konsum, Sex, welches Handy habe ich und ja, all diesen Scheiß, all diesen Nonsens, der eigentlich nicht sein muss. Übrigens, hier hinten auf dem Feld wurden gerade Pestizide versprüht und es riecht so extrem nach Chemie hier. Deswegen will ich eigentlich so schnell wie möglich weg, weil ich achte so gut es geht darauf, durch die Nahrung keine Pestizide aufzunehmen und erst recht möchte ich die Scheiße nicht einatmen. Deswegen möchte ich so schnell wie möglich das Video hier zu Ende bringen. Also passt einfach auf, was ihr euch täglich auf täglicher Basis gebt. Ich empfehle euch es wirklich. Kommt weg von dieser ganzen Politik-Sache, kommt weg, außer es interessiert euch wirklich sowas von extrem. Aber ich empfehle es euch, kommt weg von diesem ganzen Hass, von diesem ganzen Totschlag, kommt von dieser Seite des Hasses und der Angst auf die Seite der Liebe. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen, weil dementsprechend fühlt ihr euch dann auch. Das Beste, was ihr euch der Welt geben könnt, ist, dass ihr euch selbst verbessert, dass ihr euch täglich verbessert, dass ihr täglich euch informiert über Dinge, wie ihr euch selbst voranbringen könnt, über Meditation oder was auch immer, über positive Dinge und nicht über Dinge, die
die Vergewaltigung zeigt, die Totschlag zeigt, die Hass predigt, die Habgier predigt, die euch sagt, dass Konsum alles ist. Kommt weg von diesem Scheiß und nehmt eure Kraft, nehmt eure Kontrolle wieder selbst in die Hand. Genau, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, wisst ihr ja, was zu tun ist. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.